und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir haben ein kleines bisschen Zeug verkauft, haben so um die 10.000 gemacht. Das war, glaube ich, durch die Erdbeeren und die Bohnen bedingt. Hab's jetzt nicht nachgeguckt. Wie Unkraut hat Schaden angerichtet. Hört doch auf damit. Morgen sonniger Tag. Leben vom Land. In dem berühmten Abenteuer. Der Gemüllmeister Marlon hat eine nette Belohnung bekommen. Ja, das weiß ich ja schon. Komm, hört auf. Was geht ab? Ich habe heute Morgen Robin getroffen. Sie meint, du hättest einen neuen Schleimstall. Nicht schlecht. In deinem Alter habe ich mich auch für die Schleimzucht interessiert. Es ist ein großartiges Hobby, aber gefährlich. Wie du denken kannst, dass ich dir Augen verloren habe. Nur ein Scherz. Ach, dass ich das Auge verloren. Hier, ich habe etwas für dich. Slime-Ei. Du hältst ein grünes Slime-Ei. Ein Slime-Ei, du kannst es in einen Schleimbrutkasten legen und es schlüpfen zu lassen. Jetzt schau dir mal an, dieses Ei genauer an. Halte die Augen auf der nächsten Schleimjagd nach mehr Eiern offen. Sie sind selten, aber hin und wieder lassen die Schleime eins fallen. Sammle Eier von vielen verschiedenen Schleimen, damit deine Herde nicht so eintönig ist. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist das auch jetzt schon fertig gebaut? So. Hallihallo, und da ist das große Ei. Upp. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja mega. Das war ja... Das hätte sie gar nicht mehr laufen können. So. Ne, hier auch nicht. Hier mache ich das. So. Bitte einmal die Erdbeeren hier sehen wir nicht. Die werden morgen soweit sein. So, und das ist jetzt zu spät. Da wird jetzt auch nichts mehr eingepflanzt werden können, weil 3 Tage sind nicht genug Zeit. So. Ist dann ganz rechts noch irgendwas, was ich beachten muss? Erdbeeren. Nein, du isst das nicht. Und eine Aprikose, ich sehe sie schon. Dann werde ich jetzt mal einen Umweg machen. Bisschen oben stutzen, damit das hier nicht so weit kommt. Jo, das passt mir. So, jetzt noch die letzten Erdbeeren. So, und den Mais werde ich aber nicht anpflanzen, weil der war letztes Mal wirklich schwachsinnig vom Geldverdienst her. So. Dann möchte ich jetzt noch schnell mal hier die Kirche ablegen. Das Ei ist halt zu gut. Und die... Oh, eine der Aprikosen. So, dann das. Dann gehe ich runter zur Milch. Ach komm, jetzt hört doch mal auf hier. So. Hallo Kühe. Wie geht es euch?
Und da habe ich eine Erdbeere vergessen. So, nochmal ein weißes Ei abgeben. Weil das Ei kommt jetzt hier runter. Und das hier eh. So, und das sieht alles ganz gut aus, so wie es ist. Gut. Gut, das heißt jetzt für mich, hoch geht's zum Hof. Sachen abgeben. Aber ich hoffe, dass das reicht, damit auch die Kochecke endlich freigeschaltet wird, weil wenn sie das jetzt nicht wird, dann haben wir ein Problem, weil dann weiß ich nicht mehr, wie ich das freischalten soll. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das schon ausreichend ist. Doch, ist es. Gucken wir doch einfach mal. Käsepresse. Ich google das mal kurz. Stardew Valley. Gemeinschaftszentrum. So. So. Wo ist es? Zentrum. Das ist okay, das ist okay. Das ist okay. Ist denn keine Küche? Warum gibt's denn die Küche nicht? Okay. Scheint keine Küche zu geben. Das heißt, ich tue mich da immer. Gemeinschaftszentrum. Küche. Was ist damit? Aquarium, Heizungskeller, Pinnwand und Tresorraum. Okay, ja, scheint einfach nicht vorhanden zu sein. 1, 2. Es fehlen ja auch nur noch die beiden. So. Okay, dann fehlt nur noch eine Frucht. Die werde ich im Sommer bekommen. Oder im Herbst, je nachdem.
Guck mal, ob hier noch irgendwie eine Aprikose verlangt gewesen ist. Ne, wurde sie nicht. Damit war es das jetzt hier erstmal. Ich tue mal den Slime weg. So, wer wollte das? Emily. Ja, das mache ich demnächst noch. Ich muss jetzt erstmal wieder Slimes töten, damit ich endlich diese Quest erledigt habe. Wie viele Tage habe ich noch? 4. Ich hoffe, ich finde in den 4 den Prisma Slime. Muss ich das auch abliefern? An den Zauberer liefern, ja. Das heißt, ich muss es innerhalb von 3 Tagen finden. Beim 4. muss ich sie abliefern. Wo lang gehe ich? Das ist die falsche Richtung. Offensichtlich. So, ich muss diesmal auch mich um die Tiere nicht kümmern. Das Feld habe ich mich schon gekümmert. So, das heißt, ne, ich gehe ans Höher. So, meinen Lack habe ich natürlich jetzt nicht geprüft. Das hätte ich mal vielleicht machen sollen. So, so. So. Ist hier kein einziges? Doch. Ist es, aber. Das war's schon. So. Nein. Hier nicht. Auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Dann nächste Etage. Wieder eins. Das ist echt die, die ich nicht brauche. Ich direkt rausschmeißen, weil die bringt ja auch gar kein Geld. So. Lass mal Schleim. So, dann gucken wir mal, dass wir wieder einen runterkommen. So zum Beispiel. Schade, überall nicht. Also Kupfer werde ich genug haben. Aber ich brauche gar kein Kupfer. Hier ist gar kein Gegner. Hier ist nichts.
spawnen keine Slimes mehr. Ich habe echt Pech. Ich weiß nicht, ob. Oder ist das Pech? Ich weiß es nicht. Das ist auch so unwahrscheinlich einfach. Einprozentige Chance, dass ich das erwische, ist halt wirklich nicht so wahrscheinlich, aber. Sollte jetzt auch nicht die super Herausforderung sein, eigentlich. So. Vielleicht sollte ich zum Steinbruch gehen. Dieser Steinbruch ein bisschen. Da waren ja endlos viele, oder? Also ja, Steinbruch, ist richtig. Ich weiß gar nicht, was ist denn wertvoll eigentlich? Ein rotes Ei oder ein schwarzes Ei? Einfach keine Slimes. Einfach gar keiner. Auch keiner. Aber ich habe ein grünes Ei bekommen. Nö, nö, nö. Okay. Hier scheint es nicht zu sein. Aber okay, ich möchte mal noch mal. Das war ich aber am nächsten Tag erst. Ich gehe jetzt mal zurück. So, jetzt erstmal gucken. Ich möchte das mal verkaufen. Das könnte ein Fehler sein, aber sei es drum.
So, das kommt weg. Der ganze Monster-Loot kommt weg. Dann... Nee, da kommst du ein, so, und dann kommst du hier ein. Und hier noch das Holz. Gut. Dann hatten wir gutes Wetter angekündigt, genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Stardew Valley spiele. Tschüss.